Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Play Splinter Cell Blacklist. Ich wollte gerade Spec Ops sagen, weil ich gerade 1,5 Stunden Spec Ops aufgenommen habe. Das heißt, wir haben jetzt 2:30 abends. Und ich bin immer noch am Start. Anscheinend haben wir Seitenstiche. Ja, ich bin auch müde, Sammy. Ich weiß gar nicht, was wir letztes Mal gemacht haben. Habe ich total vergessen. Naja, ist jetzt auch nicht weitgehend schlimm. Ich habe ja mit meinem Kumpel immer das Let's Play Together gemacht. Wollt ihr auch, also die Bricks-Kampagnen-Mission, wollt ihr auch die anderen Koop-Varianten sehen oder sagt ihr euch, nee, brauchen wir nicht? Je nachdem, wie ihr lustig seid, schrottet es in die Kommentare und dann gucken wir mal, ob wir das dann wieder demnächst einführen können, weil er hat halt zurzeit ziemlich viel Stress, der Impi. Naja, wir drücken direkt mal A und gucken, was wir als nächstes machen. Spezialmission Hauptquartier, okay. Sagt mir jetzt gerade nichts. Bahngelände, okay. Schweizer Botschaft. Opiumfarm, okay. Hier haben wir schon wieder dieses Orangene. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, im Dunkeln. Gut. Philadelphia, USA. Solo-Kampagne. Wie geht's, Mann? Schade, ich hab dir schon 100 Mal gesagt, lass das. Du klingst wie ein Idiot. Sorry, Mann. Ich hab mich gefragt, ob du Lust auf einen kleinen Tauschhandel hast. Was hast du für mich? Ich hab zum Beispiel geheime Sicherheitsprotokolle der iranischen Armee für dich zum Üben, wenn du das hast, was ich brauche. Ein Scheiß hast du. Ich hab den Quellcode, Alter. Wenn du mir im Austausch dafür ein paar von deinen coolen Cracking-Subroutinen vermachst, wäre ich vielleicht bereit, ein bisschen von dem, was ich habe, abzugeben. Wenn das wieder so ein Scheiß wie damals ist, als du meintest, du hättest Zugriff auf eine schwedische Bank. Warum fängst du schon wieder damit an? Wir müssen... Ja, was müssen wir denn? Kinder zeugen oder was? Verhindere einen Blacklist-Angriff mit Nervengas auf das U-Bahn-Netz in Philadelphia. Okay. Lass das Briefing starten. Gibt's was Neues, Olli? Der Sender bewegt sich immer noch südlich auf der 195. Olli. Schick sie Charlie. Wenn sich was ändert, sag Bescheid. Solltest du nicht aussteigen? Die Dinge ändern sich. Wir haben einen Teil des Kennzeichens. Übernimm das. Okay. Der Sender an der chemischen Waffe ist jetzt kurz vor Philadelphia. Das Zeug hätte niemals ins Land gedurft, wenn wir den Angriff nicht verhindern. Wir werden nicht diesen Angriff verhindern. Wir werden alle Angriffe verhindern. Unser Militärgeheimdienst hat Verhöre durchgeführt, die ich abgehört habe. Sadiq hat Kommandanten, denen er vertraut. Sie denken, dass diese Kommandanten die Durchführung der Angriffe koordinieren? Wenn wir ein Leben erwischen könnten? Dann würden wir die Pläne für Blacklist kennen. Ein super Zeitpunkt für sowas. Der Transporter ist ein Leihwagen. Er wurde genau wie 5 andere mit falscher Kreditkarte gemietet. Der Sender. Er wird langsamer. Höhe East Oregon. Fährt Richtung South Columbus zum... Zugdepot der Stadt. Auf Überwachungskameras schalten. Die anderen Ingenieurfahrzeuge sind schon dort. Die Bomben könnten scharf sein. Mission starten, wir müssen schnell dahin. Philadelphia International hat uns schon Landeerlaubnis erteilt. Cockpit, Landeanflug abschließen und dann... Irgendwelche Infos über die Bombe aus London? Liegen bereit. Die Dinger zu deaktivieren dürfte nicht schwer sein. Gut. Charlie, du musst irgendwie den Funk in dem Gebiet stören. Wir können keine Fernzündung riskieren. Mach ich. Briggs. Wir gehen zusammen raus, und zwar sofort. Hurra! Oh, da vertraut der Briggs wieder. Rauchgranaten sind optimal, wenn du viele Gegner und Ziele hast und große Freiflächen decken musst. Gut, das ist alles, was wir brauchen, ist dabei. Dann wollen wir nicht lange warten. Lass starten, Digga. Bitte legt es 2 ein. Fick dich. Ja.
So. Disk 2 reingelegt. Hab ich toll gemacht, ne? Bin schon großer Junge, bin ich schon. Okay, jetzt haben wir es natürlich ein bisschen schwieriger. Jetzt sind da überall noch Zivilisten, könnten da noch überall rumgammeln. Das sollte etwas komplizierter werden jetzt. Ja, er lädt Daten, steht da. Setze, während du unbemerkt bist, noch zwei Gegner mit bla bla bla. Kümmert euch um die Gegner in dem ersten Transporter. Ausschalten, sonst zünden sie die Bombe. Bereit. In Position. Gute Sicht. Barra markiert. Verstanden. 3, 2, 1. Haben wir ein Zeitlimit? Ziel bekämpft. So, sind als Bauarbeiter getarnt. Noch einer weniger. Hoch, 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 hoch. Okay. Gegner erledigt. Lass dich fallen, Sam. Wir müssen uns beeilen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Lad nach. Briggs hat ordentlich Probleme da oben noch. Bereich gesichert, Sam. Ich komme zum Transporter. Gut. Da oben ein Datenpaket. Das werde ich mir mal schnappen. Das werde ich mir mal schnappen. Das werde ich mir mal schnappen. Gleich schnappe ich es mir. Wart's nur ab. Gleich werde ich es mir geschnappt haben. Jeden Augenblick habe ich es mir geschnappt. Jetzt schnapp ich's mir. Ein Sekündchen noch. Jeden Augenblick, es muss gleich soweit sein, dass ich mir das schnappe. Ist nämlich auch gar nicht so schwer, es zu schnappen. Weil man muss nämlich einfach nur hier hochgehen, dann hier sich langhangeln und dann ist man halt schon oben. Das ist also ganz easy. Ganz leicht gemacht. Keine großartigen Schwierigkeiten jetzt da drinne. So. Lass dich fallen, Digga. So, wollen wir mal schauen. Grim, ich werde jetzt die erste Bombe entschärfen. Verstanden. Setze Funkstörsender. Cool, Signal gut. Wir haben drei weitere Sprengsätze geortet, Sam. In einem Tunnel in deiner Nähe, auf dem Wartungshof im Ringlokschuppen. Der Bereich ist zu groß, sonst läuft die Zeit davon. Wir müssen uns aufteilen. Schick euch die Position aufs Opset. Der klingt schon wie Grim. Alles okay. Grim, eine Ahnung, wer der Anführer ist? Eine Vermutung ist auf dem Opset. Der Verhaltensanalyse nach leitet er diesen Angriff der Engineers. Ich werde ihn fragen. Halt zum Beinbruch, Briggs. Fischer Ende. Auf was für eine Scheiße habe ich mich da eingelassen. Briggs, Beeilung. Zur Bombe, bevor sie bewegt wird. Verstanden. Finde den Transporter. Du findest das Nervengas. Finde das Nervengas. Und jetzt. Okay. Ich sehe ihn. Okay. Man hat jetzt die Ego-Perspektive. Das ist cool. Schöne Idee. Aber
Man kann halt nicht so gut in Deckung gehen halt, ne? Da ist doch einer, hab ich doch gesehen. Okay, wir gehen vorwärts. Ich hab keine Zeit, um das ruhig zu machen. Ziemlich ungenau, wie er ballert. Der muss noch ein bisschen üben, der Junge. Die Transporter passen zu Charlies Bildern von den Verkehrskameras. Gut. Ist erledigt. Ich sehe gar nicht. Ist auch besser so. Wie viel haben wir denn noch da? Dammit? Das heißt, hier muss noch irgendeiner sein. Glaub du, was du willst. Okay, wir haben das hier dabei. Das dabei. Was haben wir denn noch? Trikopter dabei? Nein, haben wir nicht. Da habe ich doch gerade einen gesehen. Wir benutzen am besten diesen Einkaufswagen. Ist total unauffällig, wenn sich das Ding von alleine fortbewegt. Zeig dich. Okay. Alles cool, alles cool. Ficken! Scheiße! Ist das ein schwerer gewesen? Das ist natürlich nur halb so cool. Gut. Den ging mal relativ schnell down, jetzt müssen wir den ganzen Scheiß nochmal machen. Sehe ich da hinten einen? Ich glaube, ich sehe hinten den Schatten von einem. Das hier vorne direkt? Da ist er. Yeah. Oh, yeah. Mhm. Aha. In the hood. MC Briggs is in the house, dude. Jetzt wird fett gerockt, Alter. Dass mir die Spucke aus dem Mund fliegt, ey. Da hab grad voll gesabbert. Okay. 25 Cent war das bestimmt. Ecken überprüfen. Jetzt geht er wieder zurück, der Arsch. Okay, das war eben gerade ein schwerer, wie es so aussieht. Cyborg. Ist auch erledigt. Gut. Auch kein Stress mehr mit dem. Wir haben ja genug Money. Ich glaube, das ist die beste. Die
Transporter passen zu Charlies Bildern von den Verkehrskameras.